besser starten. Was kann man sich unter grünen Infrastrukturen vorstellen? Grüne Infrastrukturen wurden im Rahmen der grünen Infrastrukturstrategie von der Europäischen Kommission definiert. Und man versteht darunter die Etablierung von Grünflächen, von natürlichen oder seminatürlichen Flächen, die netzwerkartig miteinander verbunden sind. Was kann denn grüne Infrastruktur zu den Sustainable Development Goals beitragen? Die grünen Infrastrukturen tragen zu verschiedenen Goals bei, unter anderem zu jenen, die sich mit der Resilienz von städtischen Strukturen auseinandersetzen, im Zusammenhang mit dem Schutz von Naturgefahren, Anpassungsstrategien zu Klimawandel, auch dem Schutz unserer natürlichen Umfelder, im Zusammenhang mit Themen zum Landverbrauch, beziehungsweise auch mit sozialen Themen, wo es auch um den Zugang und die Inklusion von verschiedenen Schichten geht. Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es, damit dieser Beitrag größer sein kann? Die Rahmenbedingungen müssen wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen angedacht werden, auf allen Handlungsfeldern, die uns in den städtischen Strukturen begleiten. Das sind einerseits Policy-Agendas und auch Strategien, also Rahmenstrategien, bis hin zu Partizipationsprozesse und Kleinprojekte, die auch in der Bevölkerung umgesetzt werden können. Ich danke für das Gespräch. Bitte gerne.